Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Aufzug. Das ist alles anstrengend. Aber das ist nun mal so, wenn man dem Ende Jim, entgegenkommt. Oh. ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut, sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des 8-jährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht. Wir erinnern uns, Bruce, wir würden alles für unsere Nächsten tun. Komm schon. Auf die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Barbara lebt. Her mit meiner Tochter. Barbara lebt! Dad! Barbara. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! He shot me! Oh, was hast du erwartet, Gordon? Sie, ich will seinen Tod. Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Du Volltrottel. Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich. Komm schon, Schubsi. Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Ja, komm. Batman. Come on! Wer hat denn nicht damit gerechnet? Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen sie ihn hin? Guter Mann. Aber jetzt trotzdem wieder entführt. Ach komm! Ich will nicht mehr mit meinem Batmobil kämpfen. Ich will nur noch Batman sein, nicht mehr Batmobil. Wo ist das Batmobil? Zerstört. Was? Keine Sorge, Lucius hat einen Ersatz. Was für eine blockierte Szene? Was soll ich tun? Achso, L1 drücken. Okay, wo ist mein Ersatz? Oh.
Really? Stimmt, mein Batmobil ist ja kaputt. Da war ja was. Sorry, diese Meldung da oben links hat mich auch gerade voll irritiert. Oh, scheiße. Ich habe keine Angst vor euch. Aua. Aber das hat was mir getan. Drohne getroffen. Sie ist noch aktiv. Ja, nicht mehr lange. Diamond back offline. Oh, scheiße. Wuhu. Oh, ficken, ey. Primiert, sie hat eine Drohne erwischt. Ah, noch eine. Oh, oh. War das ein Hubschrauber? Aua! Ah! Oh, shit! Wow! Bisschen übertrieben! Komm schon! Dankeschön! Batman hat ein Diamond Back ausgeschaltet. So, hinter mir schon wieder was? Nee. Dann nimm doch mal einen Verflug ein. Er hat eine Twin Retter abgeschossen. Ihr habt noch eine Twin Letra Rattler Fahrzeug abgeschossen. Aua! Das war's. Ja. Was war das denn? Das war ich nicht. Oder später verlierst du. Du hast keine Wahl. Wie könnt ihr euch jetzt immer noch so selbstsicher sein, ganz ehrlich? Ich kann die Fernsteuerung ausschalten. Batman hat das Gas beseitigt. Aber was macht das schon? Scarecrow. Achso, ich muss hier einfach hinfallen, okay. Ist klar, keiner ist sicher. Na, jetzt hat er's. Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, ich bin so froh, dass sie lebt. Das finde ich echt. Oh, nein. Oh, wie ritterlich. Hör auf, mir das zu zerstören. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Okay, das war witzig. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Oh, und sie lächelt und sie ist fucking normal am Leben. Oh. Ah, jetzt lass nichts passieren. Komm, einfach zum Revier. Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Oh, oh Gott, ich weine gleich. Cash, ich habe Barbara gefunden. Ich bringe sie zu den Zellen. Sie lebt. Gott sei Dank. Oh. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen genommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du solltest mir glauben. Das ist nicht die Zeit für Späße. Außerdem bin ich Batman. Ich mach sowieso nie Späße. Außer wenn Catwoman da ist. Aber das ist immer noch Flirt. Er hat die Fledermaus erschossen. Das passt nicht ins Profil. Laut Unterlagen stehen die sicher. Oh, Alter! Oh Gott, die Menschen in meinem Wohnblock können Türen nicht ordentlich zumachen. Wo ist Tim? Ist er okay? Oh, stimmt. Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Ich sollte nicht vielleicht sagen, dass seine Freundin noch lebt. Barbara, schön dich zu sehen. Hallo, Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Hihi. Oh, das ist schön. Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist. Scarecrow's Männer sind schon da. Sie wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten. Nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. Komm, hau raus.
All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. Buh. Hol meine Server zurück, dann finde ich Scarecrow garantiert. Ist cool. Ich dachte, ich erzähle dir... Oh Gott, hör auf zu singen! Ich dachte, ich erzähle dir nochmal, wie sehr ich dich vermisst habe, aber ich hau schon ab. Barbara ist hier sicher. Der Uhrenturm gehört ganz dir. Das hört man auch gerne als Superheld, der gerne alleine arbeitet. Verdammt nochmal, hör auf, gegen Wände zu rennen, du machst dich damit lächerlich. Ah, guck mal, 62%. Ich glaub nicht, dass ich die 100 schaffe, aber ey, über die Hälfte kann man machen. Überlebt, weil er das so möchte. Du stirbst bereits die ganze Nacht und weißt es bloß nicht. Mach sie fertig, Batman. Oh Gott, aber dann war das da mit Dingens doch nicht der Endboss-Fight und irgendwas Schlimmeres kommt. Hey, tut uns leid, Batman. Wir haben nichts angerührt. Oh Gott, ihr seid süß. Haben sie da Selfies mit meinem Auto gemacht? Wie viele Batmobiles habe ich eigentlich? Nur so aus Neugierde. Hab ich ein ganzes Lagerhaus voll mit. Wer ist es? Das war knapp. Gottes Willen. Jetzt lass mich erstmal orientieren. Da ist mein Hauptziel. Ich habe aber irgendwo auch noch so ein Milizding vorhin mit aufgegriffen. Da unten? Nee. Ja, doch, wahrscheinlich. Nee, es ist ein Milizwachturm. Wo habe ich das denn mitgenommen? Ich bin auch dran vorbeigefahren. Dann sagt er irgendwas von Herrscher der Straße. Milizanlage. Na komm, ein bisschen machen wir jetzt schon noch. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch 2-3 Folgen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich hasse mich. Oh. Ich kann ihm nicht entkommen! Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tun soll. Bis heute nicht. Ich habe sie nie verfolgt. Und jetzt fange ich auch nicht mehr damit an. Was schießt sie denn jetzt auf mich? Oh, guck mal. Oh, Scheiße. Es ist Batman. Bring uns hier raus. Ich will ihn kaputt fahren. Oh Gott! Ja, okay, komm, ist mir jetzt egal. Ich dachte, ich erwische ihn, aber ich erwische ihn nicht. Das Ding macht uns platt! Gib Stoff! Ach ja, ja, ist cool, ich mach erstmal hier eure Anlage kaputt. Beste Idee war, sich unter dieser Pflanze zu positionieren. Oh, oh, was hast du denn? Alle Waffen. Tot, wir sind sicher. Ich stell mir nur vor, was diese Lianen anrichten können. Dich in Stücke reißen. Oder deinen Kopf wie eine Pflaume zerquetschen. Danke, jetzt fühle ich mich besser. Oh Gott, die haben alle Waffen, wie mache ich das denn jetzt? Ich frage mich, wer wirklich hinter diesem Visier gesteckt hat. Denkst du, er kannte Batman? Kann ich irgendwas hacken, was mir hilft? Oh, ich kann sie aber nur blenden. Ich glaube, ich habe eine Chance, die Fledermaus zu killen und schafft es nicht. Und ich habe diesen Kerl mal bewundert. Naja, das ist mir zu viel Arbeit, kriege ich eh nicht hin. Pff, haben wir denn irgendwas anderes noch hier in der Nähe? Was ich gerade so machen könnte? Da hätten wir noch eine andere Milizanlage. Vielleicht ist es auch die, an der ich vorbeigefahren bin. Ich weiß es nicht. Ja, wohin denn jetzt? Mann. Ach ja, zählt das Ding jetzt noch runter. Ach, ist mir egal. Hat irgendwie die Hand ins Gesicht gerammt und es als Baseballhandschuh benutzt. Was wäre jetzt? Ich bin verwirrt, mich so hart vor. Jetzt sind die schon wieder? Ich habe gesehen, wie das Ding eingeflogen wurde. Keine 5 Minuten nach der Landung hat es einen Haufen drauf. Ach, das Ding hatte ich hier doch schon mal. Mit den ganzen Waffen da, weiß ich einfach nicht. How? Ist mir egal, ob das Gas weg ist. Batman hat den Kampf noch nicht gewonnen. Batman ist Batman! Okay, vergesst es. Ach komm, wir machen die Hauptstory. Mir ist alles andere gerade zu schwer. Ich kann ja... Oh Gott, die schießen sie auf mich. Achso, nee, ja, kann ich ja gar nicht. Wo ist denn... Ey, so, Herrscher der Straße kriege ich sowieso nicht hin, die sind alle zu schwer. Das hier ist mir zu random, da fehlen mir halt auch noch ultra viele. Da habe ich kaum welche gefunden, fällt mir gerade auf. 4, wow, ich bin so richtiger Retter.
ein Panzerwagen diesem Gebiet gesichtet. Da fehlen mir halt auch noch drei. Den habe ich nie wieder gesehen. Aber auch nie was von ihm gehört. Da fehlen mir noch zwei, aber die sind beide ultra schwer. Okay, das geht eigentlich tatsächlich. Da könnte ich nur fast nochmal gucken. Das könnte man noch hinkriegen, zumindest mit den Türmen. Ist hier noch irgendwo ein Turm hier? Da glaube ich hier, ne? Ach komm, vielleicht wenn ich jetzt das hier gemacht habe und ich danach noch ein bisschen Zeit habe. Aber tatsächlich bin ich jetzt momentan auch so in ich will das jetzt fertig bringen, Stimmung. Habe ich das markiert? Hallo? Hat mir keinen Weg angezeigt. Doch, habe ich. Ach, jetzt. Okay. Also ist gar nicht so... Verfolgst du mich? Nee, kannst du gar nicht. Also ich würde das Spiel heute gerne einfach durchkriegen. Dementsprechend versuche ich jetzt... Wo soll ich hin? Du zeigst mir ganz komische Wege an. Wow. Da ist er doch. Da sehe ich ihn doch schon. Die Drohne hat was gefunden. Kommt hier rüber. Warum kann ich nicht wieder durch meinen Geheimgang? Ich hatte doch hier einen Geheimgang. Oh, verdammt. Achso, weil sie zugemacht? Ernsthaft? Das heißt, ist der Klassiker. Ja, ich auch. Ja, alles okay. Hier ist nichts. Hey, wo seid ihr denn? Alles wird gut, wenn wir aufpassen und zusammenarbeiten. Da unten. Ja, ich bin viel zu hoch. Ich dachte, es macht Sinn, wenn ich direkt hochgehe. Ganz kurz. Ich gehe nochmal kurz auf das Gebäude hier. Ruhe bewahren, und zwar alle. Wir sind der bestausgerüstete Trupp der ganzen Armee. Oh, die Fledermaus ist nicht beeindruckt. Ich habe es ja gar nicht gesehen. Aber Hallöchen, Sniper. Hm. Mann, überleg nur, wie viele Batman-Geheimnisse hier drauf sind. Drohne greift auf. Boah! Wo kam denn jetzt die Drohne her? Was sagt denn die Drohne? Systeme sind online, alle Sektoren sauber. Machen wir uns bereit, Leute. Wachgeschütze sind online, der kommt nicht mal in die Nähe dieses Ortes. Achtung, Batman ist hier! Oh, ganz ehrlich, fick dich. Ich wollte dich eigentlich auch schön geräuschlos, oder ich dachte, ich ziehe ihn irgendwie von der Mauer hier runter. Ich glaube, Batman ist sauer, weil wir sein Zeug zerstört haben. Ach was, echt? Really? Irgendwas Brauchbares? Oh, ich lasse dich mal kurz ordentlich hin. Diese Aktion hier erfordert jetzt noch eine ordentliche Körperhaltung. Oh, das ist ja so ein Dicker. Ach, nö. Wo ist der denn? Kann ich den nicht hacken? Mit dem richtigen Knopf? Ich muss näher ran. Besser. Das ist wahrscheinlich auch nicht näher ran. Ich muss näher ran. Nee, not worth it. Not right now. Keine Sorge, er braucht nur zu atmen und das Ding wird ihn finden. Na, komm ich hier rüber? Also hier rum? Na, okay, hier ist gar nichts. Aber ich kann zumindest hier rum mich verstecken. Das ist praktisch. Wo laufen denn alle rum? Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Wie ist dein Status, Rede? Keine Gegner geortet. Wo zum Teufel ist er? So geht's auch. All dieser Computerkram. Wozu ist der gut? Ja. Hoch. Wie läuft's da drüben? Seht ihr was? Nichts. Ja. Ach, noch neun. Und hier auch nicht. Es geht ja noch. Einschlafen. Er ist hier irgendwo. Ohne. Wenn das hier vorbei.
schmeißt, gehe ich in Rente. Gott sei Dank, das war ein bisschen weird. Weil man auf dem Geländer landen musste. Ich sehe aber auch gerade, dass die Sunnies haben. Aber eigentlich müssen die Sunnies ausgenockt werden, wenn sie jemanden versuchen zurückzuholen. Bin ich extra geupgradet. Mann, 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 Mann. Wer ist das? Hier drüben ist ein Verletzter. Ich kümmere mich um ihn. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Shit, das hättest du nicht noch rufen sollen. Oh Gott, nein! Wir haben den verdammten Sunny verloren! Er ist ohnmächtig! Gut, ja! Wir brauchen einen Sunny! Wo seid ihr? Auf der Baustelle! Was ist mit ihm passiert? Woher soll ich das wissen? Vielleicht gestürzt? Oder Batman hat ihn erwischt? Meinst du, er ist hier? Könnte sein. Das ist nicht gut. Wir können nichts mehr tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache! Batman hat ihn umgehauen. Mal sehen, ob er okay ist. Wir sind draußen. Ja, wir sehen uns dort. Ist die Drohne jetzt nicht auch kaputt? Hallo? Da steht, deine Drohne ist gerade abgestürzt. Alles okay? Lass ihn. Wir müssen uns um uns helfen. Unser Drohnenpilot antwortet nicht. Das sollten wir uns ansehen. Ich bin so schnell, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen. Stelle Wachgeschütz auf. Oh oh. Eure Pupillen haben sich bereits erweitert, in dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Das Blut ist aus eurer Haut entwickelt, wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten Hauch der Angst. Oh. Nö. Wachgeschütz aufgestellt, bereit ins Schlauch. Von mir aus. Solltest du überleben, wirst du feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität es deinem Geist erlaubt, jeden Moment dieses Zusammentreffens in ungewohnter Klarheit abzuspeichern. Das sind pure, perfekte Erinnerungen. Kristallisierte Momente der Angst. Ho, 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 ho! Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Bericht! Nichts zu berichten. Hier ist nichts. Glaube ich. Ja, von der Tür. Okay, reißt euch das ab, wir schaffen das! Ein paar von euch erholen sich vielleicht nie von dieser Nacht. Eure Hirne werden sich in einen Modus permanenter Angst schalten. Jeden Moment bereit, in Panik zu zum Penner. Ihr werdet mitten in der Nacht hochschrecken, euch an euer Bettlaken klammern und wie kleine Kinder weinen. Es reicht, scheiß drauf, ich hau jetzt ab! Ich schub's erst schneller als du, keiner entkommt ihm. Vier, ne? Zwei normale und der Dicke. Sind das alle hier im Haus? Nee, doch nicht. Kleine da. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkommen soll. Sieh sie dir an, Batman. Wie sie vor Angst zittert vor der Kreatur, die aus der Nacht kommt. Genauso gefällt dir deine Beute, nicht wahr? Wir beide nutzen die Angst, dunkler Ritter. Aber nur einer von uns versteht sie.
Dieb. Magst du jetzt nicht mal irgendwo rauskommen? Es ist sicher alles verschlüsselt, meinst du? Scarecrow kann es knacken. Aber ich kann nicht ihn. Der Stimmen-Synthesizer ist nutzlos, solange er beschäftigt ist. Kein Schwert und auch kein Schild. Angst ist ein Skalpell, das mit Präzision. Aber er redet halt so viel, deswegen kann ich ihn so selten benutzen. Von Anstand schneidet und die wimmernde Bestie im Inneren deines Opfers freisetzt. Ich kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu haben. Er kennt ihn hier. Zu beschäftigt. Er wird mir nicht zuhören. Was meinst du damit zu beschäftigt, ey? Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Ach, Kinos. Ich bin ja nicht rein. So weird. Wonach suchen wir eigentlich? Solange er beschäftigt ist, folgt er meinen Befehlen nicht. Jetzt kommt er wieder mit runter, oder? Ich. Geht jetzt nicht weiter hoch. Er geht jetzt wahrscheinlich wieder raus irgendwie. Geht wieder hier runter. Oder? Ne, da komme ich wieder raus. Ich hab einfach nur das Gitter verlassen. Dankeschön. Ich wusste nicht mal, wie das geht. Aber was sagt die Uhr? 27 Minuten. Egal, das kriegen wir jetzt noch hin. Wo ist denn der Fetti? Stehe. Bist du stolz darauf, zu was du sie degradiert hast? Zu heulenden Babys, bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter. Noch bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten Batmans abgraben. Oh, nice. Stufenaufstieg. Ah Gott, der ist genauso schlimm wie der Ritter. Ich kann ja auch nicht mal zuhören. Ja, mal gucken, habe ich irgendwas? Kann ich noch irgendwas Sinnvolles mit 5 Punkten? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Das hier nochmal. Sabotiere den Betäubungsstab, sodass er bei gebrauchten Träger kontaktunfähig macht. Der Angriff kann entweder gekontert oder ignoriert werden und der Gegner wird ausgeschaltet. Das ist ganz cool. Das können wir mal machen. Und jetzt würde ich erstmal sagen... Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Dass die Server wieder hochgefahren werden können und dass wir schon im obersten Stock sind. Allerdings, hochgefahren werden sie dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Serie hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin.